für Menschen in Not spenden. Das ist ein typisches Weihnachtsthema, weil die Spendenbereitschaft der Bürger da besonders hoch ist. Aber warum eigentlich? Denn auch innerhalb des Jahres sind Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Derzeit mehr als 100 Millionen Kinder und Erwachsene. Die Gründe sind Naturkatastrophen, aber auch Vertreibung, Hunger oder Kriege. Wie die Nothilfe funktioniert und wie Sie seriöse Spendenorganisationen erkennen, darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen hier bei Alpha und Omega und damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Stefanie Kadelbach. Sie ist Spendenberaterin bei der Diakonie Katastrophenhilfe und sagt, es ist wichtig, nicht die Augen vor der Not vieler Menschen zu verschließen. Ute Zumühl ist Pressesprecherin der Organisation Ärzte der Welt und ist überzeugt, es ist ein Menschenrecht, gesundheitlich versorgt zu werden. Frau Kadelbach, wie kommt es eigentlich, dass viele Menschen nur in der Adventszeit spenden? Also es hat schon was damit zu tun, dass die Weihnachts-, die Adventszeit mit all ihren Geschichten, mit der Hinwendung eben und dem Nachdenken des, der Geburt Jesu zum Teilen auch anregt. Die Hirten, die ihre Geschenke geben, das Wenige, was sie haben, das regt eben an, selber sich auch zu engagieren für diejenigen, ja, die in Not sind. Ja. Was für Auswirkungen hat es denn auf Organisationen wie die Ihre? Also wir wissen eben oft erst am Jahresende, wie viele Spenden wir haben, die wir dann für unsere Hilfe einsetzen können. Aber die Katastrophen kennen eben keine Jahreszeiten. Und gerade auch in Katastrophen, die jetzt nicht so in dem Licht der Medienöffentlichkeit stehen, wo es keine Aufrufe über die Fernsehsender geht und die Not trotzdem groß ist, ist es für uns einfach ganz arg wichtig, das ganze Jahr über freie Spenden zur Verfügung zu haben, um dort helfen zu können. Mhm. Frau Zümmel, im Jahr 2018 wurde insgesamt mehr Geld gespendet, aber von weniger Menschen als im Vorjahr. Das ist auch eine Tendenz, die man beobachten kann, dass es immer weniger Menschen sind, die spenden. Besorgt Sie diese Entwicklung? Wir sind natürlich über jede Spende erstmal sehr dankbar und freuen uns darüber. Insgesamt besorgt uns das natürlich schon ein wenig, weil ähnlich wie meine Kollegin auch schon gesagt hat, es gibt eine große Spendenbereitschaft in den Zeiten, wo es eine Katastrophe stattfindet, wo vor allen Dingen Naturkatastrophen passieren. Aber die sogenannten vergessenen Krisen, wir werden später noch drauf kommen, wie zum Beispiel auch im Jemen, dafür ist es sehr schwierig, dann Geld zu akquirieren und dafür das zu bekommen. Aber den Menschen geht es natürlich vor Ort auch weiter schlecht und wir brauchen diese Spenden. Warum ist diese humanitäre Hilfe so notwendig? Also Sie sagen, den Menschen geht schlecht. Können Sie so ein paar konkrete Beispiele nennen? Ja, also so ein Beispiel, eben wie es in Mosambik war, wenn eine Naturkatastrophe über ein Land, was sowieso schon geschwächt ist, was eh schon ein armes Land ist, hinwegfegt, dann trifft es natürlich die Menschen besonders. Wir sehen, der Klimawandel ist da auch angekommen. Wenn es in langfristigen Krisen und Kriegen wie im Jemen oder Irak oder Syrien die Leute seit vielen Jahren in Kriegssituationen leben müssen, dann sind sie auch auf die internationale Hilfe angewiesen, weil sonst würden noch mehr Leute sterben. Mhm. Frau Kadelbach, wir kommen gleich zum Thema Mosambik. Noch mal ganz kurz, Sie unterscheiden generell zwischen einer Soforthilfe, Katastrophenhilfe und einer langfristigen Entwicklungshilfe. Was ist denn der Unterschied? Genau, also die Soforthilfe ist die, die eben, wenn das Erdbeben passiert ist oder der Wirbelsturm über ein Land hinweggefegt ist, die wirklich sofort einsetzen muss, mit der typischerweise Verteilung von dem aktuell Überlebensnotwendigsten. Oft geht es um sauberes Trinkwasser, um notdürftige Unterkünfte, Decken, irgendwelche Schutzmöglichkeiten, um Lebensmittel natürlich, solche Sachen. Dann gibt es die etwas länger, also wenn eine Katastrophe länger andauert, sind auch noch zusätzlich andere Nothilfemaßnahmen notwendig. Das werden wir, denke ich, später auch noch genauer drauf zukommen, um den Menschen einfach ein längerfristiges Leben in dieser Notsituation zu ermöglichen. Und die wirklich langfristige Entwicklungszusammenarbeit, die unterscheidet sich dann nochmal dadurch, dass man strukturell in den Ländern nachhaltig versucht, Dinge zu verändern. Also
Genau. Schauen wir uns gerade das Beispiel Soforthilfe in Mosambik an. Sie haben es gerade schon angesprochen, im Süden Afrikas, die Wirbelstürme, die alle drauf kamen. Damit wir kurz die Dimension dieser Katastrophe ein bisschen wahrnehmen können, habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Es ist so, dass nach den Angaben der Vereinten Nationen rund 500.000 bis 600.000 Menschen betroffen sind. Mehr als 1.000 Menschen sind Schätzungen zufolge gestorben. Mehr als 100.000 haben ihr Zuhause verloren. Und mehr als 50 Krankenhäuser und Gesundheitsstationen sind zerstört worden. Wie fangen Sie als Hilfsorganisation an, wenn Sie so eine Katastrophe und so eine Dimension erleben? Mit den ersten Schritten. Wir haben immer lokale Partner vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten, was für uns ganz wichtig ist, weil das Menschen sind, die schon vor Ort sind. Und gerade ein Wirbelsturm, wie jetzt in Mosambik im Frühjahr war, der kündigt sich vorher an. Das heißt, wir konnten schon, bevor der Wirbelsturm überhaupt auf Land getroffen ist, mit unseren Partnern vor Ort Vorsorgeplanungen treffen und konnten auch da schon aus unseren freien Spendengeldern bereitstellen, um den Partnern zu sagen, sobald es geht, geht los und helft. Was brauchen die Menschen am dringendsten am Anfang? Also am dringendsten Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, weil die große Gefahr nach solchen Katastrophen ist immer, dass durch die schwierigen hygienischen Verhältnisse, durch die zerstörte Infrastruktur, durch das verschmutzte Wasser, dass sich da Epidemien ausbreiten, wie zum Beispiel die Cholera oder jetzt in Mosambik, wo das Wasser auch so lange einfach stand, vermehren sich die Malaria-Mücken, die Anopheles-Mücke und es kommt einfach zu einem rasanten Anstieg dieser zusätzlichen Erkrankungen und wenn das Menschen trifft, die gerade alles verloren haben, die nichts mehr zu essen haben, die sowieso geschwächt sind, dann führt das nochmal zu zusätzlichen Todesfällen, die wir wirklich verhindern können, indem wir schnell mit den richtigen Maßnahmen da sind. Frau Zümmig, Sie haben ja selber 5 Jahre in Mosambik gelebt. Sie kennen die Region, die auch da betroffen ist. Was bedeutet es für Menschen, wenn so eine Naturkatastrophe kommt? Ja, also als das losging, war ich auch selber sehr betroffen. Ich habe versucht, die Freunde und Bekannte alle zu erreichen. Beira, die Hauptstadt ist, also die Stadt, die es getroffen hat, ist ja quasi 3, 4, 5 Tage vom Informationsnetz abgeschnitten gewesen. Das hat uns alle sehr beunruhigt natürlich. Und ich weiß einfach, dass es die Leute ganz besonders trifft, weil es sowieso schon eine arme Region ist, weil es sowieso schon die Stadt, da viele Menschen leben, die nicht in ganz festen Häusern wohnen. Aber selbst die festen Häuser gab es Erzählungen, dass alle Fenster der gesamten Stadt kaputt gegangen sind durch diesen Wirbelsturm. Und das sind Dimensionen, die kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen. Und die Freunde von mir haben teilweise gesagt, es war Weltuntergang. Also es war ganz schlimm und dann, als sich das so ganz langsam in der Stadt wieder ein bisschen normalisiert hat, in Anführungsstrichen, dass es wieder Strom und vor allen Dingen Informationsmöglichkeiten gab, dann waren ja noch ganz viele Regionen, die sowieso auf dem Land sind und schwer erreichbar durch nicht befestigte Straßen, waren dann ganz abgeschnitten. Und das war eigentlich dann die Hauptaufgabe, an die Menschen zu kommen und denen medizinische Versorgung, weil wir ja hauptsächlich im Bereich medizinische Versorgung agieren, denen diese Möglichkeit zur Verfügung zu stellen. Also wir haben dann auch eine große Impfkampagne gelanciert, auch immer zusammen mit den Einheimischen, weil das muss man sagen, genauso wie Sie das eben gesagt haben, die als erstes helfen, die als erstes da sind, sind unsere Kollegen Mosambikaner in dem Fall, die vor Ort sind. Also die internationale Hilfe kommt immer erst als zweites oder drittes dazu und kann das unterstützen. Aber die am meisten leiden, die 24 Stunden arbeiten, die Tag und Nacht da unterwegs sind, um die Trümmer wegzuräumen, das sind die Mosambikaner selber. Und das sind in unserem Fall die mosambikanischen Mediziner und medizinischen Fachkräfte, die dann da sehr geholfen haben. Damit wir uns einen Eindruck machen können, wie Ärzte der Welt arbeitet, haben Sie uns einen Film mitgebracht und den schauen wir uns kurz an. Wir gehen zu den Menschen, die Hilfe benötigen. Wir helfen mit medizinischer Versorgung, mit Medikamenten, mit Untersuchungen. Wir impfen. Wir begleiten Entbindungen, bieten Vorsorge an und bilden aus. Denn der Zugang zu Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht. Wir informieren, unterrichten, beraten und klären auf. Immer gemeinsam mit unseren einheimischen Partnern.
Wir dokumentieren Menschenrechtsverletzungen und machen sie öffentlich. Wir helfen in der Ferne. Wir helfen vor der eigenen Haustür. Wir helfen überall. Frau Zümmel, wir haben vorher darüber gesprochen, 50 Krankenhäuser und Gesundheitsstationen sind zerstört worden. Wie können Sie denn den Menschen dort überhaupt gesundheitlich helfen? Wie funktioniert das? Also das sind so ähnlich, wie sie das eben auch gesagt hat, man muss mit dem ersten Schritt beginnen. Also Ärzte der Welt war schon vor Ort, allerdings nicht in der Region, hat dann ein Team nach Beira geschickt, die also aus Logistikern, Medizinern, Frauenheilkundlerinnen, aus einem gesamten Team, die dann so eine Art Untersuchung gemacht haben, wo ist es am notwendigsten. Es ist mittlerweile so, dass es sogenannte Cluster gibt, die Medizin. Cluster, dass alle, also Nichtregierungsorganisationen, die da hinkommen, dass das koordiniert abläuft. Nach der Erfahrung aus Haiti, das hört man ja immer wieder, dass es da so ein Durcheinander entstanden ist, gibt es jetzt klare Strukturen und dann weiß eine Organisation, eine internationale, diese Region, für die ist man verantwortlich. Und dann fängt man mit dem ersten Schritt an und guckt, wo kann man die Dächer wieder decken oder wo muss ich mit einem, wir sind teilweise mit Hubschraubern in Regionen gefahren, die wir uns von so Safari-Parks ausgeliehen haben, die da in der Nähe sind. Also da haben alle wahnsinnig miteinander geholfen. Was ist da medizinisch dann am notwendigsten? Also das Erste ist natürlich wenn Leute verletzt sind, aber es ist auch das ganz Normale und vor allen Dingen eben das, was auch Sie eben sagten, Cholera, Malaria, also diese Impfungen haben wir sehr gemacht, wenn Verletzungen sind, wenn Malaria, bei Kindern ist es ja einfach sehr schnell richtig tödlich, kann halt ganz schnell einfach zum Tod führen. Und die Medikamente haben wir dann aus Paris mit einem riesen mit einem großen Flugzeug nach Maputo, der Hauptstadt, und dann nach Beira gebracht und dann dort verteilt, sodass die Hilfe dann auch relativ schnell da angekommen ist. Frau Kadelbach, Sie haben vorhin gesagt, Essen und Trinken natürlich ist am wichtigsten. Ja. Aber wie kommen Sie denn auch in diese Regionen, die so abgeschnitten sind? Wie funktioniert das? Also da ist es eben wieder der Vorteil, dass wir als Partnerorganisation eine Organisation hatten, die schon in den einzelnen Gemeinden vor Ort waren und die dann einfach dort geschaut haben. Also es ist in Mosambik genauso wie in vielen anderen Katastrophen, dass es schon oft noch Lebensmittel und das Notwendige eigentlich gibt, dass nur die Preise so steigen, dass jemand, der gerade wirklich alles verloren hat, dessen ganzen Ersparnisse, dessen Haus weg ist, er kann sich das natürlich nicht leisten. Er hat nichts, womit er dann Lebensmittel einkaufen könnte und die Ernten, die waren vernichtet. Alle Vorräte waren eben wirklich vom Sturm hinweg gefegt. Und da können wir dann eben einsteigen und das Notwendige einkaufen. Uns ist es wichtig, dass wir das so regional wie möglich einkaufen, um eben die Märkte vor Ort auch zu erhalten und die Wirtschaftsstrukturen vor Ort zu erhalten und nicht mit Hilfsgütern aus Deutschland, aus irgendwelchen Überschüssen da reinzugehen. Wie lange dauert denn so eine Soforthilfe? Gibt es eine zeitliche Begrenzung? Also es gibt keine feste zeitliche Begrenzung. Es kommt wirklich jeweils auf den Kontext des Landes drauf an. In Mosambik waren das einige Wochen, die es gedauert hat. Und dann war für uns parallel dazu eigentlich schon gleich wichtig der nächste Schritt, nämlich die Starthilfe in die wieder Selbstständigkeit der Menschen zu geben, indem wir Saatgut verteilt haben, indem wir geholfen haben, die Felder wieder bestellbar zu machen, die natürlich erstmal von dem verseuchten Schlamm befreit werden, den der Sturm mit sich gebracht hat. Die Leute brauchen wieder wenigstens ein paar Gerätschaften, um ihre Ecke überhaupt bearbeiten zu können, um eben dann möglichst bald wieder ernten zu können. Ja. Kommen wir mal zum Thema Katastrophenhilfe, die ja in längerfristigen Krisensituationen notwendig ist, wie beispielsweise in Syrien und im Irak. In Syrien, Frau Kadelbach, sind nach Schätzung der UN dieses Jahr rund 11,7 Millionen Menschen im Land auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ja. Wie ist denn Ihrer Erfahrung nach im Moment die Lage im Land? Die Lage ist im Land relativ ruhig. Es gibt immer wieder Regionen, kleinere, also wie Taschen eigentlich, wo immer wieder noch Kämpfe aufflammen. Also es ist noch keine komplette Ruhe da.
Das ist auch schwer absehbar, wann es, ob und wann es soweit sein wird. Aber es gibt Regionen, die sehr stabil sind und wo wir wirklich auch helfen können, wo schon erste Wiederaufbauversuche starten können, ohne dass die in Gefahr geraten, irgendwie in wenigen Tagen wieder komplett zunichte gemacht zu werden. Und wie genau können Sie da helfen? Wie sieht das aus? Genau, auch da ist die Hilfe, besteht aus verschiedenen Komponenten, aber das ganz, ganz Wichtige ist, innerhalb von Syrien sind ganz viele Familien auch auf der Flucht. Die mussten aufgrund der Kämpfe ihre Heimat verlassen. Das sind oft auch alleinstehende Frauen, die für ihre Kinder verantwortlich sind, wo oft noch die alten Eltern auch mit dabei sind und wo die ganze Versorgungslast auf ihren Schultern lastet. Und viele wurden sogar mehrfach vertrieben und könnten jetzt wieder in ihre Heimatdörfer, Heimatstädte zurückkehren, weil sich die Lage beruhigt hat. Sind dort aber, stehen dort wirklich buchstäblich vor dem Nichts. Die Häuser sind komplett zerstört, die Wohnungen sind zerschossen. Und da geht es einfach darum, erstmal wieder sicheren Wohnraum zu schaffen. Was bedeutet jetzt nicht eine komplette Restaurierung von einer Wohnung, sondern einfach mal die größten Schäden zu beheben, dass Mauerwerk wieder tragbar ist, tragfähig ist, dass das Dach wieder dicht ist, dass man einfach da wieder sicher unterkommen kann und gerade für die Frauen ganz wichtig, dass man eine Türe hat, die man auch abschließen kann. Sie stehen dann sehr engen Kontakt mit den Partnerorganisationen vor Ort. Wie nahe gehen Ihnen dann die Geschichten, die Sie da hören? Also es geht einem schon sehr nahe, wenn man wirklich die Geschichten hört, weil das alles Menschen sind, die wirklich oft knapp dem Leben also mit dem Leben davongekommen sind, wo die Granate in das Haus, in die Wohnung eingeschlagen hat und wo das Kruzifix die Gewehrkugel aufgehalten hat, sodass sie dann nicht durch die Wand und die Familie getroffen hat. So, das sind schon Geschichten, die einem nahe gehen. Und umso schöner ist es aber auch, dann eben helfen zu können und denen, die überlebt haben, ein bisschen die Hürden zu nehmen, um einfach ihr Leben weiterleben zu können und zu einem besseren auch wenden zu können. Frau Zumis, Sie waren vor anderthalb Jahren im Irak in mehreren Flüchtlingscamps. Was haben Sie denn da vor Ort erlebt? Ich bringe mal das Beispiel von dem Shamesco-Camp. Das ist ein sehr großes Camp im Norden vom Irak, wo vor allen Dingen Jesiden hingeflohen sind. Die, glaube ich, deren Situation ist hinreichend bekannt. Sie sind vertrieben worden vom IS, die Frauen sind viele versklavt, vergewaltigt, also ganz schlimme Sachen. Wenn sie dann geschafft haben zu entkommen, sind sie eben nach Shamesco dort aufgenommen worden. Ich habe mehrere der Räume der Zelte besucht. Es war unglaublich heiß, es waren 45 Grad fast. Und ich habe immer gedacht, wie kann man da überleben? Aber das, was die Menschen gesagt haben, war, sie sind wenigstens sicher. Sie haben hier keine Angst mehr. Und auch da ist es so, es gibt ja jetzt eine Befriedung in Anführungsstrichen, aber die Angst und das Trauma sitzt noch so tief. Also dass es dieses Camp, wie viele andere Camps im Irak, auch noch weiter geben wird. Und wir eben versuchen über medizinische Versorgung, ganz normal, wenn jemand, viele hatten dann Hitzeattacken oder sind halt zusammengebrochen wegen der Hitze. Aber wir haben einen großen Schwerpunkt unserer Arbeit auf die psychische Versorgung gelegt, weil wir einfach gesehen haben, dass das so die Menschen so umtreibt. Wie wichtig ist das? Und können Sie da Beispiele nennen? Das ist eben aus der Situation heraus, weil sehr, sehr viele, gerade die Frauen, traumatisiert sind, sehen wir sehr wichtig. Es gibt es im Irak fast gar nicht bisher. Also es ist noch relativ wenig ausgebildet, aber wir haben jetzt auch Mediziner und Hilfskräfte dazu ausgebildet. Und Beispiel ich habe länger mit einer Psychologin geredet da in dem Camp und die hat gesagt, das eine Mädchen hat sie nie vergessen, die war 16, sie war völlig verwirrt, sie durfte nicht angefasst werden, sie hat nur noch geschrien und eine Woche lang haben sie gebraucht, bis der erste Mensch sie überhaupt berühren durfte und dann langsam untersuchen und dann nach einem Jahr mit ganz viel psychologischen Geschick, mit vielen Wissen, was wir mittlerweile auch gesammelt haben als Ärzte der Welt, wie kann man mit Trauma Patienten oder Patientinnen in dem Fall umgehen, was hilft nicht, da konnte sie dann wieder stabilisiert werden und hat jetzt laut der Psychologin ein relativ ruhiges Leben.
In den Camps treffen ja auch viele Religionen und Kulturen aufeinander. Hat das auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit? Ja, das ist Ärzte der Welt ist hat als sein, sage ich mal, ja, was mich, also Schwerpunkt und was mich auch sehr bewegt wirklich hat und auch sehr, was ich sehr bewundert habe, dort vor Ort zu sehen, dass alle Teams sind quasi aus allen Regionen und allen Religionen zusammengesetzt und allen Volksgruppen. Also das ist eine bunte Mischung von Menschen, die sich eigentlich bekriegen würden, die aber in den Teams zusammenarbeiten und die dann auch quasi Vorbild sind wieder für alle anderen. Also das Beispiel Jesiden, wir hatten einen arabischen Arzt in dem Camp, der hat am Anfang keine Chance gehabt und nur durch langsames Erklären und nicht alle Araber sind ISler und so weiter, hat er dann geschafft, heute einen wirklich guten Stand zu haben und alle kommen gerne hin und es ist kein Thema. Aber diese tiefen Misstrauen, das natürlich durch diesen Krieg noch mal besonders sich ausgebreitet hat, das versuchen wir eben über diese Teams, die wir multikulturell und multireligiös zusammensetzen, auch zu verhindern und da einfach ein neues Bild den Menschen auch zu vermitteln. Könntest du das noch mal zusammenfassen, warum diese Hilfe gerade dort vor Ort so wichtig ist? Ja, weil wir, also das sind eben ähnlich, wie Sie das eben gesagt haben, Menschen, die im eigenen Land vertrieben sind. Das heißt, sie mussten alles hinter sich lassen, sie mussten, sind halt schwer misshandelt worden und leben dann in Camps, wo sie eben geschützt sind, wo aber natürlich, also und wo sie dann auch was zu essen bekommen und so weiter, wo aber eine medizinische Versorgung eben extrem wichtig ist. Und am Anfang konnte das der, weil das ist im Kurdengebiet, der kurdische Staat auch nicht leisten. Jetzt ist es mittlerweile, und das ist auch so ein bisschen diese Übergangshilfe oder langfristigere Katastrophenhilfe, jetzt hat der, also haben wir eigentlich in allen Camps jetzt so eine Doppelbesetzung. Das heißt, es ist immer ein irakischer Arzt oder kurdischer Arzt zusammen mit einem Arzt von Ärzte der Welt und die arbeiten miteinander, um dazu das zu erkennen und irgendwann wird sich Ärzte der Welt ganz rausziehen. Ja, aber ohne die Hilfe im Moment wäre es schwierig. Frau Kadelbach, Sie haben uns erzählt, dass für Sie auch Geldspenden deutlich besser sind und wichtiger sind als Sachspenden und warum das so ist und warum Geldspenden sinnvoll sind. Haben Sie uns einen kleinen Film mitgebracht, den schauen wir uns auch kurz an. Bargeldtransfers werden auf unterschiedliche Art und Weise übermittelt. Gutscheine, Banktransfer und Mobiltelefon. Diese Art der Hilfe ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität. So können je nach Bedarf der einzelnen Familien Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Medizin, Kleidung gekauft oder auch Kosten für Bildung und Unterkunft erstattet werden. Das Geld wird von den Familien in hohem Maße verantwortungsbewusst ausgegeben. Dies bestätigen unsere Erfahrungen in Projekten und auch andere weltweit aktive Organisationen. Während Hilfspakete oder Güter transportiert, gelagert und verteilt werden müssen, was ressourcen- und zeitaufwendig ist, ermöglichen Bargeldtransfers oftmals eine effizientere und direktere Art der Hilfe. Zusätzlich stärken und fördern Bargeldtransfers lokale Märkte und die Wirtschaft in der betroffenen Region. Weltweit wird davon ausgegangen, dass Bargeldtransfers und Gutscheine in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden. Frau Kalb, wir haben am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen, dass viele Menschen nur an Weihnachten spenden und dass es auch wichtig ist, innerhalb des Jahres, gerade Geldspenden haben wir gerade gesehen, dass für Sie wichtig ist. Können Sie sich erklären, warum Menschen, die ja doch oft auch Bilder in den Nachrichten sehen von Notregionen, dass irgendwie das ja nicht so richtig rangeht oder nicht so wirklich berührt? Ich kann mir schon vorstellen, dass es immer wieder, wenn man in den Nachrichten so viele schreckliche Bilder sieht, dass da ein gewisser Abstumpfungseffekt eintritt. Und natürlich haben die Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer nicht die Möglichkeit, wie wir, die Menschen wirklich persönlich zu kennen. Ich glaube, wenn da mehr persönliche Schicksale kämen statt nur den großen Zahlen. Da stecken ja lauter Menschen dahinter. Da stecken wirklich ja, Menschen wie Sie, wie ich dahinter. Wir sind alle nicht davor gefeit, dass uns auch mal irgendwas Schreckliches passiert und wir Hilfe bedarfen.
Und das kommt vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz. Wenn Zuschauer jetzt spenden wollen, woran kann man denn eine seriöse Spendenorganisation erkennen? Weil wenn man schon Geld gibt, möchte man ja, dass es auch ankommt bei den Menschen vor Ort. Genau, also zuerst mal ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, wo und für was man helfen möchte. Da helfen natürlich auch erstmal die Internetseiten der verschiedenen Organisationen weiter. Ich finde es dann auch wichtig, auf der Internetseite sich darüber zu informieren, was genau eine Organisation macht, auch wie transparent sie über die Arbeit berichtet, ob Jahresberichte dort veröffentlicht sind, wo auch die Einnahmen und die Ausgaben auch für Verwaltung und Werbekosten transparent dargestellt werden. Und genau, und darauf gibt es dann auch das DZI-Siegel, das eben genau das nochmal bewertet. Genau, das heißt, wenn DZI dabei ist, ist es ein gutes Zeichen. Dann ist es eine Garantie dafür, dass nicht zu viele Gelder in den eigenen Haushalt fließen, sondern wirklich viel in den Projekten vor Ort ankommt. Frau Zumir, können Sie zum Schluss noch ein Beispiel nennen, was man mit einem kleineren Geldbetrag erreichen kann? Genau, wir, meine Kollegen vom Fundraising sagen immer, für 60 Euro kann man schon 3 Kinder impfen und die in Mosambik zum Beispiel dann keine Cholera kriegen oder eben helfen ihnen mit Tabletten, die Malaria zu verhindern, dass sie dann nicht sterben müssen. Also jeder Betrag ist willkommen und wir, glaube ich, sind sehr dankbar dafür und hoffen, dass es eben auch in den Zeiten, wo nicht so viel das in den Medien ist, die Leute immer wieder darauf kommen, dass, das, so wie Sie das eben gesagt haben, das kann jedem von uns passieren. Ja. Und es sind einfach auch viele kleine Beträge, die am Ende Großes ermöglichen. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Beruf und Berufung, Hilfeleistung für Menschen in Not. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke fürs Zuschauen, danke, dass Sie gekommen sind und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.